Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und diesmal wollen wir uns das Crash Racing Spiel mal angucken. Lasst die Motoren an für eine Produktion von Activision. So, da können wir alles mal Schnallt euch an überspringen. für eine weitere Schöpfung. So. Ich habe es ja, wie gesagt, schon mal online gespielt. Für die Leute, die es mitgekriegt haben, da waren so ein bisschen Probleme wegen der Capture-Karte und ja. Bei mir ist hier der Blitz drin und da ging eigentlich nicht. Und da war ein bisschen Verzögerung und da haben wir nur online gespielt. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache nochmal ein Video und zeige euch das alles. Abenteuer habe ich eben schon aufgenommen, aber das Videomaterial kann ich nicht benutzen, deswegen einfach nochmal. Wir haben Abenteuer. Abenteuer heißt, ja, Story-Modus, würde ich jetzt sagen. Ihr müsst Rennen machen, wenn ihr gut seid, könnt ihr gegen den Boss antreten, das werden wir gleich machen. So ein bisschen was spielen und dadurch könnt ihr Sachen freischalten. Dann haben wir hier lokale Arcade, das ist jetzt ein Lokal, da könnt ihr gegen einen zweiten Controller gegen einen zweiten Spieler antreten, der bei euch mit einem zweiten Controller angemeldet ist. Online ist online, da könnt ihr gegen Freunde spielen oder halt einfach wahllos suchen. Boxenstopp habt ihr, da könnt ihr Sachen kaufen. Ja. Mit Münzen. Die Münzen gibt es ausschließlich hier zu gewinnen, wenn man Rennen gewinnt. Und auch durch Nitro bekommt man was. Das ist dann hier bei Grand Prix drin, da kommen wir gleich drin. Highscore, da sind halt die Highscore drin. Und durch Grand Prix, seht ihr ja, kriegt man hier Sachen freigeschaltet. Und hier könnt ihr dann sehen, was ihr machen könnt, um mehr Nitro bzw. mehr Geld zu bekommen. Und dann haben wir hier noch Nitro Bestenliste und so was alles. Also da bin ich jetzt, bei Bestenliste bin ich auf Platz 3055. So, und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel hier rauf geht, wöchentliche Herausforderungen, habe ich drei schon abgeschlossen. Und hier könnt ihr dann sehen, was ihr machen könnt und was es dann als Belohnung gibt. 25 Flaggen. Capture the Flag. Capture the Flag, das müsste denn, denke ich mal, Krieg sein. Weil wir haben ja Rennen und Krieg online. Und hier sind es jetzt ausschließlich Nitro-Sachen, die wir kriegen können. Hier, dafür kriegen wir jetzt hier richtig fetten Bonus. Beende Zwielichttour auf dem ersten Platz, nachdem du als letzter in die Runde gestartet. Als letzter in der Runde. Ja, und dadurch kriegt er dann halt Nitro. Und wenn er halt noch Nitro habt, kriegt er da immer Sachen. Reifen, Charaktere und alles sowas. Hier, wenn ihr dann halt mehr Nitro bekommt, dann seht ihr, dann gibt es halt noch mehr. Jetzt gerade nicht. Ich muss mal schnell den zweiten Controller anschließen hier. Der will gerade nicht so wirklich. So, das ist die Goldstufe, höher geht's auch nicht. So, dann machen wir erstmal den Arcade-Modus. Wie gesagt, ich habe jetzt hier schon 9%. Ich spiele gerade auf leicht. Und leicht hat es auch in sich. Und da ich jetzt nicht so der gute Rennfahrer bin, ist das für mich halt ein bisschen schwieriger. Und wir haben jetzt hier die Landkarte. Ihr seht jetzt hier alles gelb. Das sind die vier Rennen, die ich gemacht habe. Und da der Stern, das ist der. Ja, wenn man alle vier gemacht hat, kann man zu einem Bosskampf gehen und dann kriegt man da einen Schlüssel und dann kann ich. Oben sieht da auch nochmal so. Oben seht ihr auch nochmal so zwei Dreiecke, also wie Spulen. Das heißt, da gibt es das nächste Gebiet, da brauche ich zwei Schlüssel von dem Boss. So.
Und hier können wir uns dann sowas holen. Aber natürlich, die sind, glaube ich, noch nicht frei. Du brauchst erst die richtige Anzahl Relikte für diese Strecke. Okay, dann brauchen wir Relikte. Und hier brauchen wir Diamanten. Die haben wir natürlich auch noch nicht. Ich weiß auch nicht, wo man sie kriegt. So, dann fahren wir mal weiter. Der Computer, der ist dafür da, da könnt ihr euren Spielstand speichern, aber das wird auch automatisch gespeichert. Hier, das ist jetzt ein Boss-Typ. Du hast nicht alle 4 Boss-Schlüssel für die Tür. Schlag die Bosse für Schlüssel. Und wenn du alle 4 hast, komm her und fahr gegen... Also Onyx ist halt der Boss. Das ist leider jetzt hier im Video nicht drin. Weil, die Aufnahme verkackt habe. Hier haben wir halt 2 Schlüssel, ich habe nur einen. Fahren wir mal hier lang. Müssen jetzt wieder ein Gebiet suchen, wo die Punkte blau sind. Da sind wir schon. Da ist auch wieder ein Computer. Wenn wir denn hier hochfahren, da seht ihr das, so sieht das dann aus. Da kriegen wir halt Pokal und so einen Onyx-Schlüssel und dann zeige ich euch gleich. Also wenn ihr einmal fahrt, kriegt ihr einen Pokal. Beim zweiten Mal, denke ich mal, wird es ein Onyx-Schlüssel. Ich bin da auch noch recht neu. Und das hat er auch noch nicht erklärt, nur dass wir die Rennen abschließen sollen. Ah, die Strecke kenne ich. Und hier ist so ein Apfel. Wenn ihr 10 Äpfel habt, dann habt ihr einen Boost. Dann seid ihr halt schneller. Ihr könnt aber auch Äpfel verlieren, wenn ihr getroffen werdet. Und wenn ihr natürlich Äpfel den anderen wegschnappt, ist es natürlich gut, weil dann kriegen die Äpfel nicht. Und können den Boost halt nicht so schnell aufbauen. Und das heißt, ihr seid schneller. Einige habe ich schon mitgekriegt, die kriegen jetzt irgendwie schon diese Nitro-Kisten oder das rote hier, das hier zum Beispiel, so zu packen, dass das genau fast in der Kiste drin ist. Und wenn man eine Kiste nimmt, kriegt man automatisch auch einen Denkzettel. Und wenn ihr dann hier bei so einem, ja hier nicht, aber wenn hier steilere Hügel sind, könnt ihr, wenn ihr springt, nochmal einen Boost kriegen, auch wenn ihr slidet, also driftet, aber das kriege ich noch nicht hin. So. Ihr seht, das ist noch relativ easy. Ich bin ja auch noch am Anfang und ich spiele auf leicht, also. Wir kriegen jetzt hier auch Nitro für unser Zeug und Geld kriegen wir auch. Weiter. Und ich muss sagen, echt, das ist ein richtig geiler Mario Kart-Ersatz. Also endlich mal ein Spiel auf der PlayStation, was an Mario Kart rankommt, was... Also... Offline, ja, man kriegt halt so Sachen freischalten, klar. Aber am geilsten ist wirklich online. Aber man muss halt offline alles machen, um
Du bekommst eine Trophäe. Ja. Je mehr Wumpa-Früchte du hast, desto schneller fährt dein Kart. Ja. Wenn du 10 Wumpa-Früchte halten kannst, bist du aufgeladen. Und dein Power-Up wird stärker. Und jetzt sehen wir hier auch noch was. So, jetzt können wir hier wieder runterfahren. Und wenn wir jetzt hier, jetzt ist der Typ weg, wenn wir jetzt hier alle 4 Rennen haben. Steuert sich hier gerade ein bisschen hoch. Wir fahren mal wieder zurück, ich zeige euch das mal. Gehen wir da lang. Also Orientierung, ach nee, doch nicht. Doch hier lang. Nee, wir kommen auch hier lang. Hier habe ich schon alle 4 abgeschlossen. Ihr seht es ja. Hier gibt es einen Bonus, hier muss man Diamanten sammeln. Das kriege ich bei besten Willen nicht hin, dafür bin ich zu schlecht. So, jetzt seht ihr, hier leuchten jetzt noch 2 Sachen auf und keine von diesen Trophäen, wo oben jetzt rechts 5 steht. Wenn wir jetzt hier raufgehen, können wir jetzt gegen ein Relikt oder halt Herausforderung. Wir machen einfach mal Relikt. Das habe ich selber auch noch nicht gemacht mit den Relikten und mit den Herausforderungen. Schaff die kürzeste Zeit, indem du schnell fährst und Zeitkisten aufbrichst. Okay. Durch das Aufbrechen stoppst du die Uhr. Wenn deine Zeit schnell genug ist, erhältst du ein Relikt. Gut. Dann werden wir das mal machen. Aber ich denke mal, solche Sachen werde ich natürlich nicht schaffen, weil ich ja, zu schlecht bin. Scheiße. Die anderen schaffen hier mal durch, ich schaffe es noch nie da durchgeschafft. Oh, fuck. Wie die anderen das da hoch schaffen, ich habe keine Ahnung. Hoppala.
Also ich mach das schon mit dem Springen und so, aber die anderen kommen da oben auch lang. Also wenn ich alleine spiele, also hier die Karriere gemacht habe, das habe ich mitgekriegt, ich schaff das nicht. Ich komme da nicht lang. Aber ich hab trotzdem gewonnen. Aber ich bin letzter. Also so eine Sache, die werde ich wahrscheinlich denn nie gut machen können, weil ich bin erstmal zu schlecht und ich springe und ich komme da aber nicht hoch, wo die anderen dann einfach so rüberspringen. Es kann sein, dass die einen anderen Kart haben, was besser springen kann. Ich glaube es aber nicht. Also ich weiß es nicht, woran es liegt. Toll, du hast ein Relikt. In engen Kurven oder für schnelle Richtungswechsel? Mach einen Bremsenslide, indem du Bremsen gedrückt hältst und scharf lenkst. Das habe ich schon. Ah. So, das können wir hier nochmal machen und jetzt ist hier nur noch eins. Was wir uns holen können. Online zeige ich euch auch gleich noch. Ah, das ist jetzt das mit den Diamanten. Da bin ich einfach echt zu grottig für. Dann treffe ich die meistens auch nicht. Habt ihr gesehen? Ich sag ja, ich bin dafür einfach zu schlecht. Verloren, ich brauch 20. Also die Dinger werde ich nicht schaffen. Dafür bin ich, weiß ich auch, dafür bin ich einfach ein zu schlechter Fahrer. Aber Spaß machen tut es trotzdem. Auch wenn man da halt nicht immer gewinnt und so. Dann können wir jetzt, hier seht ihr jetzt, ich habe da zum Beispiel 4 Rennen gemacht, 4 Rennen im Pokal gewonnen. Unten, da habe ich gegen den Boss gekämpft, da habe ich halt den Schlüssel gekriegt. Jetzt habe ich einmal dieses Bank gekriegt, da fehlen jetzt noch 3. Dann habe ich die und dann halt diese runden Dinger, die sind dann halt, wo man dann halt in dem Level fährt oder in der Landschaft fährt und Diamanten einsammelt. Was ich nicht schaffen werde, weil ich dafür einfach zu schlecht bin. Wir haben ja auch die Möglichkeit, wie gesagt, an diesem Computer zu speichern, aber eigentlich speichert er automatisch. So lokal, das ist halt, hier gegen Computer können wir kämpfen, Kampf,
Zeitrennen, Reliktrennen, CTR-Herausforderung, ist mit den Kristalle ist da unten und CTR-Herausforderung. Kampf habe ich selber noch nicht gemacht. Können wir mal Kampf machen. Machen wir Schädel. Limitkampf. Wir können ja auch hier Capture the Reflect machen. Zeit machen wir mal auf 3 Minuten. 3 Punkte. 4 KI leicht. Hier kann man dann auch ausschalten, was nicht mit bei sein soll. Wir lassen aber alles drinne. Wir passen mal unser Card an. Wir haben ja jetzt hier schon viele Sachen gekriegt. Wie gesagt, die Sachen habe ich alle noch nicht gemacht. Ich habe auch online nur Rennen gespielt. Da kann man auch Kampf machen und da kann man dann auch sagen, wir wollen jetzt hier, was weiß ich, Zeitrennen oder was weiß ich. Also das habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Ich weiß nur, dass es das gibt, weil es die anderen gesagt haben. Flagge geholt. Jetzt holen wir uns die nächste Flagge. Zack. Scheiße. Die haben mir die Flagge geklaut. Okay, jetzt spielen wir die Fahne schon. Ne? Das blaue Team hat gewonnen. Jetzt spielen wir die Fahne ab. Okay. So, das war's.
habe mir erschreckt, meine Frau ist gekommen. So, und so ist es halt auch bei online, wenn wir online gehen, ihr könnt halt online suchen und gegen alle möglichen Leute kämpfen oder Freunde, und das klappt wirklich sehr schnell. Also wenn ich mir da andere Spiele angucke, wo es dann ewig dauert, bis man dann jemanden gefunden hat, das geht hier schneller, auch die Freunde können halt schneller dazukommen. Und wenn wir dann hier zum Beispiel Kampf, und dann gehen wir zur Lobby, Anpassung, nee, hier unten Spielanpassung. So, dann können wir jetzt hier zum Beispiel sagen, was für einen Kampf wir wollen. Also erstmal, was für ein Level wir wollen. Wir können jetzt hier zum Beispiel Schädel. Und dann können wir hier sagen, Capture the Flag. Und können hier alles Mögliche einstellen. Das funktioniert sehr schnell und sehr reibungslos. Und wenn ihr das dann Bock habt mitzuspielen, wie gesagt, wenn ich das abends streame, könnt ihr gerne mit dazukommen. Und dann können wir da gerne zusammenspielen. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr habt auch dann noch Grand Prix. Grand Prix sind halt Herausforderungen. Ihr seht ja da oben das Nitro. Umso voller das Nitro wird, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, umso mehr Sachen kriegt er. Und dann guckt er wirklich hier regelmäßig nach, was hier neu dazugekommen ist. Vor allen Dingen wöchentliche Herausforderungen, die kommen jede Woche neu. Und die kann man sich jede Woche neu holen, und dann, um sein Nitro voll zu machen. Und dann halt Lackierung, Farben, Reifen, Charaktere, Skins zu bekommen. Also das lohnt sich schon. Meine Einschätzung zum Spiel, also mein Fazit zum Spiel, ich habe es ja wie gesagt online gespielt schon und jetzt vorhin in der Aufnahme, und die nicht geworden ist, und jetzt halt nochmal. Ich bin echt begeistert. Es macht mega mäßig Spaß. Ist ein, ja, ich will jetzt nicht Mario Kart Klon sagen, also es ist Mario Kart ähnliches Mario Kart ähnliches Spiel, endlich auf der PlayStation. Ich habe damals ja Mod Nation Racer auf der PS3 gespielt, das war sehr gut. Das erste Sonic Racer habe ich gespielt, das zweite habe ich gespielt, fand ich ehrlich gesagt nicht so gut, deswegen habe ich mich ans Neue nicht so rangetraut. Aber das macht wirklich megamäßig Spaß, und vor allen Dingen mit Leuten zusammen. Gestern halt mit mir zusammen waren wir 4 Leute, die gespielt haben, mit ein paar Computergegnern. Es war richtig geil. Und von mir auf jeden Fall ein Doppeldaumen hoch. So, dann soll es das jetzt auch gewesen sein. Wie gesagt, ihr könntet gerne mitspielen, wenn ich es abends streame. Das wird jetzt öfters vorkommen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wenn ich euch helfen kann, in die Kommentare posten. Also bei einer Frage zum Spiel natürlich oder zu was anderem. Ich bin dann jetzt mal weg. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.